Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, ich möchte heute gerne mit euch Zelda zocken. Und zwar den Teil Twilight Princess in VR. Ja, hört sich zwar super an, aber leider ist es nur der Endboss-Gegnerkampf, aber nur in Gänsefüßchen. Weil es ist schon echt geil umgesetzt, das Ganze, mit viel Liebe. Das ist von dem YouTuber Akla45 gemacht worden. Ich werde euch alles weitere in die Beschreibung reinpacken, wie ihr das Spiel auch benutzen könnt oder halt kostenlos runterladen könnt. Findet man aber relativ schnell auch so. Wer die Rift benutzt, muss bedenken, wenn man das Spiel startet, startet man ungefähr hier auf Bodenhöhe. Genau, man hat die Kachel hier. Und dann muss man hingehen und auf der normalen Tastatur die Space-Taste drücken und schon ist man auf der normalen Höhe. Ja, zum Spiel selber oder zur Bewegung. Wir haben einen Stick, den linken Stick, wo wir uns normal bewegen können. Wir können uns teleportieren mit dem rechten Trigger. Wenn wir den loslassen, teleportieren wir. Wir haben einen Bogen, den können wir mit dem linken Trigger spannen. Und wenn wir loslassen, schießen wir den Pfeil ab. Damit müssen wir die Augen von dem Vieh treffen. Dann können wir auf der Taste A können wir unser Schwert aktivieren, um die Augen nachher, die auf dem Boden fallen, kaputt zu machen. Ja, ich habe es eben mal kurz getestet, ist echt genial, aber ich bin auch relativ schnell gestorben. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt. Achso, wir haben jetzt hier noch den rechten Grip-Taste, können wir hier diese Navi aktivieren. Ist einfach nur so ein Gimmick, aber finde ich echt cool gemacht. Und den linken Grip haben wir eine Slow-Mo-Funktion. Ja, ich weiß nicht, ob wir die brauchen, aber vielleicht versuchen wir nachher mal dann besser zu zielen auf die Augen. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los und ich sag mal viel Spaß. Ah, braucht man gar nicht teleportieren, gehen wir mal so rein. Da liegt er schon. Raum sieht echt geil aus. Okay, los geht's. Wir hängen jetzt erstmal an der Decke und uns wird der ganze Raum gezeigt. Oh, sieht echt genial aus. Kommt so irgendwie richtig das Zelda-Feeling rüber. Da hinten sehen wir uns auch schon selber. Der Bogen sich bewegt. Aber die Navi ist nicht zu übersehen. Und gleich erweckt das Mistvieh zum Leben. Ein Riesenvieh! Sauerhaas! Hätte uns fast schon erwischt. Erstes Auge. Wir machen den Slow-Mo. Und wir treffen sogar. Wie geil! So, schnell. Erstes Augenpaar haben wir. Wow, wir haben nochmal. So, zweite Mal. Oh, ist er sauer, oder? Oh, fuck. Ne, das schaffen wir nicht. Der Zug ist abgefahren. Ich bin so schlecht mit dem Bogen. Okay, jetzt haben wir das aber. Roll nicht weg. Okay, jetzt hat er nur noch einen mittleren Kristall. Wow. Na, der ist angepisst. Ja, komm, Junge. War gar nicht schlecht jetzt, der Slow-Mo-Effekt. Komm. Stirb doch endlich! Oh, da hat er uns erwischt. Oh. Oh, wie viel Leben hast du noch, Junge? Ja, jetzt aber, oder?
Stirb! Yes! Und erloschen. So, jetzt würde ich gerne eine Schatztruhe kriegen. Was sagst du dazu, Navi? Ja, sollen wir uns die Schatztruhe holen? Okay, wir gucken mal. Da hinten höre ich doch was. Können wir mal kurz da reingucken? Da sehen wir aber nicht viel. Wo ist unsere Belohnung? Okay, unsere Belohnung ist, dass wir jetzt hier hochschweben. Und? Und das war's. Und wie ihr seht, wir sind wieder hier. Und ja, das ist bei jedem Neustart, ist man dann wirklich hier. Ja, Leute, das war Zelda Twilight Princess in VR. Und ich fand's echt geil. Mir hat's echt gut gefallen und ich muss sagen, davon will ich echt mehr sehen. Am besten wäre natürlich so ein richtig komplettes Spiel, aber das werden wir wahrscheinlich von Nintendo nicht erwarten können. Aber so den Look her ist mit Sicherheit echt genial und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo draufhauen wäre geil. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.